Ja, es waren 10 kurze Jahre, muss man sagen, und es war ein großes Erlebnis, in dieser Organisation anzufangen, tätig zu werden und mit bisschen Schmerz jetzt aufzuhören. Die erste Reise, an die ich mich erinnere, war nach Bangladesch, und dort war eine der Besuche war in einem Slum, wo eine kleine Jugendgruppe sich organisiert hatte, um den Slum, in dem sie wohnten, Hütten und ziemlicher Verhau, um das zu reorganisieren. Das waren, glaube ich, 10, 12 Jugendliche, vom Captain bis zu dem, der Verschiedenes machte. Jeder hatte eine Funktion, und die machten das so strahlend. Die Chefin war 15, 16 vielleicht, und am Ende sagte sie, ob ich dann mal ihre Wohnung sehen wollte. Naja, war ich natürlich sehr spannend, und das ging, es musste ziemlich, ich habe ja Gott sei Dank keinen Bauch, den hätte ich sonst einziehen müssen, sonst wäre ich da gar nicht durchgekommen. Und dann zeigte sie uns einen etwa 12 Quadratmeter großen Raum, wo sie mit den Eltern und den 6 Geschwistern lebte, sich ja, vor Regen vielleicht schützen konnte, wo sie schliefen, wo ganz geordnet in einer Ecke ihre Schulsachen lagen, und sagt, und eines Tages werden die Dachrinnen hier sein, wir werden Wasser haben und wir werden in irgendeiner Form Toiletten haben, und da arbeiten wir dran. Sie war stolz, sie hatte ein Ziel und sagte, wenn ich dann die Schule beendet habe, dann werde ich Lehrerin. Das sind schon Erlebnisse, wo man sieht, es geht nicht immer ums große Geld, es geht um Motivieren, es geht um Anschubsfinanzierung mit Beträgen, ja, die manchen Politiker ja gut anstehen würde, dass man auch mit wenig Geld was tun kann, wenn man es richtig anfängt. Ich denke, wir haben uns sehr, nehmen wir mal den Ausdruck, professionalisiert. Es war am Anfang ja etwas die Befürchtung, ob ich ein Wirtschaftsunternehmen aus UNICEF machen will, weil ich aus der Wirtschaft komme. Ein bisschen haben wir daran gearbeitet. Wir haben sehr viel getan auf dem Personalbereich, mit Mitarbeitergesprächen, mit einem Organigramm, dass, sage ich jetzt mal, nicht jeder mit allem mitreden muss, sondern dennoch ein Zusammenhalt besteht. Ich glaube, heute sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben einen 4-Jahres-Plan, der auch eingehalten wird auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite. Wir haben ein hochmotiviertes Führungsteam. Wir haben ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die neue Aufgaben bekommen haben, nachdem das Grußkartengeschäft sicherlich nicht die Zukunft bedeuten kann. Wir haben eine Jugendgruppe aufgebaut, wir haben Studenten motiviert. Ja, eigentlich ganz großartig. Nachdem ich meine Position als Vorsitzender der Geschäftsführung eines größeren Familienunternehmens beendet hatte, kommt ja die Frage, was macht man dann? Hatte noch einige Mandate. Ja, viele meiner Freunde spielen dann Golf oder Bridge oder Segeln oder so. Das ist ja auch alles sehr schön. Aber so richtig erfüllend war das für mich nicht. Und ich habe mit UNICEF dann eine sehr schöne Aufgabe gefunden. Nicht, wie man das so heute sagt, ich wollte etwas zurückgeben. Ja, das klingt dann so großartig, so selbstlos. Nein, ich wollte auch Freude haben, ich wollte etwas bewirken. Und ich denke mal, das ist mir gelungen, das Kümmern um Kinder. Ich habe ja selbst eine große Familie mit 10 Enkelkindern. Und da sieht man, was man schon tun kann, wenn es den kleinen Kindern, den wirklich den ganz kleinen Kindern gut geht, dass die eine großartige Zukunft haben können. Und das in der Welt mit aufzubauen, das ist eine tolle Aufgabe. Ja, ich sage, er sollte sich mal Kinder anschauen in Deutschland, denen es nicht so gut geht, wie man helfen kann, und das dann mal übertragen, wo UNICEF tätig ist, in den Ländern, insbesondere Afrika und in Asien, in den Schwellenländern, in denen ja, wo die Kinder fast keine Chance haben ohne die Hilfe von draußen. Und wie es schön ist, wenn man sieht, wie auch Kinder in Slums, in eigentlich unmöglichen Umgebungen mit Stolz und mit Würde auftreten. Und das ist etwas, was man zurückbekommt, was großartig ist.